Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video auf dem Kanal. Heute mit 63 Tage. Wir steuern in diesem Echtzeit-Taktikspiel eine kleine Gruppe Rebellen in Polen, die sich im Zweiten Weltkrieg der Besatzung erwehren möchte. Und ja, werden auf unterschiedlichen Karten entsprechend unsere unterschiedlichen Fähigkeiten einsetzen, um dann die Missionen abschließen zu können. Ich habe Commandos, Desperados und diese Art von Spiel sehr gern gespielt bisher und bin mal gespannt, wie sich das jetzt hier entsprechend spielt, weil ich es bisher noch gar nicht kannte. Ich wurde durch den Entwickler Destructive Creations, die mir freundlicherweise auch einen kostenlosen Key zur Verfügung gestellt haben, vielen Dank schon mal dafür. Ich wurde von denen aufmerksam gemacht auf das Spiel und hatte das bisher noch gar nicht auf dem Schirm. Und ja, nachdem ich mir dann mal die Videos und die Screenshots angeschaut habe, sah das gar nicht mal so schlecht aus. Das Spiel selbst ist mittlerweile auch schon erschienen. Am 26. September 2024 wurde es veröffentlicht. Es gibt auch eine Demo, wenn ihr Bock auf das Spiel habt und euch noch nicht sicher seid nach diesem Video, dann guckt euch doch gerne auch mal die eigene Demo an dafür. Vielleicht kann man daraus dann noch ein paar Schlüsse ziehen. Ansonsten, was ich so gesehen habe von den Einstellungsmöglichkeiten und so weiter, alles sehr vorbildlich schon mal programmiert und dargestellt. Also ich gehe jetzt einfach mal schön positiv hier in eine neue Kampagne und in die erste Mission. Los geht's! Kapitel 1, die Ablenkung. Mai 1944. Jungspund und Lux profilieren sich in der polnischen Widerstandsbewegung. Ihre Sabotageeinheit hat den Auftrag, Flugzeuge auf einem nahegelegenen Flugplatz in die Luft zu jagen, der vor kurzem von deutschen Truppen eingenommen wurde. Herausforderungen sind verfügbar, nachdem das Kapitel mindestens einmal abgeschlossen wurde. Das finde ich immer nicht so schön, ne? Dass du erst erfährst, nachdem du ein Kapitel abgeschlossen hast, was es denn noch für Herausforderungen gibt. Aber so ist halt einfach mal die entsprechende Vorgabe. Auch andere Spiele machen das so. Bin ich kein großer Fan davon, aber vielleicht erhöht das dann auch einfach nochmal ein bisschen den Wiederspielwert. Sammelgegenstände 0 von 3, keine Ahnung, was das bedeutet. Anzahl der Toten noch 0. Schwierigkeitsgrad zwischen sehr einfach und herausfordernd. Ich lasse es mal hier auf leicht, dann gibt es weniger Feinde als im normalen Schwierigkeitsgrad. Vielleicht kommen wir dann ein bisschen schneller durch die Level und können uns noch ein bisschen mehr von den entsprechenden Mechaniken hier anschauen. Gut, man sieht, es gibt hier anscheinend 6 Kapitel. Und ja, ich weiß leider nicht, wie viele Stunden man hier für ein Kapitel benötigt. Aber wir werden das gleich mal sehen. Okay, los geht's. Kapitel starten. Die Ablenkung. Möchtest du mit dem Tutorial beginnen? Ja, das können wir gerne machen. Schauen wir uns mal an. Prolog. Oh, finally we're here. Does it have to be this fucking far away? Yeah, it does. If you want to stay out of sight, that is. Yeah, I know, smartass. It's a pain in the ass every time we don't have an automobile. Yeah, our family couldn't even handle rebuilding this estate. And you're complaining about an automobile? Germans would confiscate it anyway. So, damit sind wir im Spiel. So, sieht schon mal ganz hübsch eigentlich aus hier mit ein bisschen Licht und Schattenwurf. Wir können die Kamera natürlich bewegen. Drehen geht natürlich auch hier vorne. Wir können mit der mittleren Maustaste das Ganze hier bewegen. Wir haben hier unten unsere Protagonisten, Jungspund und Lux. Ich glaube, das sind sogar Brüder, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wir haben hier eine kleine Minimap. Und jetzt können wir hier euch auswählen. Come on, we're late. The others should be there waiting. Und zur Zusammenkunft schicken hier vor. Ich habe schon in den Optionen gesehen, es gibt unterschiedliche Einstellmöglichkeiten, wie man diese Bewegungen und Selektierungen entsprechend durchführt. Standardmäßig, glaube ich, war es die rechte Maustaste für das Selektieren. Und ich habe das jetzt für mich aber umgestellt mit der linken Maustaste und mit der rechten Maustaste quasi schicken. Das ist für mich ein bisschen intuitiver, weil ich das von anderen Spielen auch so gewöhnt bin. Aber ihr seht schon, relativ viele flexible Einstellungsmöglichkeiten im Spiel selbst. What were their nicknames again? Hell if I remember. I don't know any of these rookies personally. Okay, also wir treffen ein paar Rookies für die Ausbildung, glaube ich. Okay. Looks like I'm climbing as usual. And I, as usual, am afraid of heights, but I'll find my own way through. See you, brother. Okay,
Also, wir können jetzt mit dem Lux können wir die Haltung ändern. Wir können kriechen. Hier kann man über die Mauer klettern. Das kann der Lux nicht. Der muss hier oben unterm Tor durchkriechen. Das kann aber dann der Jungspund wieder nicht. Ja, und so hat jeder seine eigenen Eigenschaften. So, wir legen uns mal hin. Schleichen uns mal an. Da sind sie schon, die Rekruten. Attention Company! Step in line! What is this, a fucking picnic? You're here for training, not goddamn chit-chat. Okay, also unser Rang ist offenbar, da zündet er sich gleich mal schön eine Zigarette an, schön animiert. Unser Rang ist doch ein bisschen höher offenbar. Wir müssen noch mit unserem Jungspund hier über die Mauer klettern. Und dann sollte das fürs Erste passen. So, kannst du auch laufen mit Doppelklick vielleicht? Nee, er lässt sich hier aktuell noch sehr viel Zeit. Sieht schon gut aus hier mit dem Licht. Scheinwerferwurf, ne? Company, at ease. Corporal Lynx, what is this place? Ah, this is an old estate which belonged to our mother's family a long time ago. Burned down in the 20s. We didn't have the resources to rebuild it, so we resettled in Warsaw. So, you two are brothers? I thought that's pretty obvious. Maybe, but it's pretty dark here. Don't worry, you can handle it. We come here to train fairly often. Now, Command wants us to train some more rookies like you. Okay, H-Taste, um Dinge hervorzuheben. Bisschen grüne Umrandung haben die Charaktere jetzt dadurch. Dann kann man sich wahrscheinlich anzeigen lassen, wo interaktive Objekte sind. Wir haben hier ein altes, abgebranntes Anwesen, das Familienanwesen offenbar, das nicht mehr aufgebaut wurde. Und wir müssen was einschalten. Hier oben ist ein Strich. Wir müssen hier oben was einschalten. Ah, da. Okay, also da ist offenbar ein Generator, würde ich mal vermuten, mit ein bisschen vielleicht Diesel, den wir jetzt hier nutzen können. Ah, schön auch, wie hier das Licht durch die... Habt ihr das gesehen? Moment, ich zeige euch das nochmal kurz hier. Das hat mir jetzt gefallen. Hier durch das Licht durch die einzelnen Zaunlatten durchbricht. Sehr schön. Okay, wir gehen mal ran. Ah, natürlich. Wir müssen hier außenrum, nicht hier durch. So, das sieht aus wie ein Generator. Hier geht ein Seil hoch. PFC Youngster! Where the hell is that light? Shit. Maybe I'll try again. Okay, kein Licht. Fucking work. Okay, jetzt. That's what you get when your younger brother is a genius. This is what you get when your genius brother is forced to work in a German factory since he was 14. Company to the sand pit, march. Okay, gruppiere dich an der Sandgrube. Ist das die Sandgrube hier? Jesus, we have our work cut out with you. So, irgendjemand fehlt noch. Ach so, der Lux fehlt natürlich noch. Wir müssen den ja auch noch steuern. Schön animiert hier, es gefällt mir. You greenhorns how to kill a man. You all took the oath, so you know this isn't a joke. We are the AK's armed wing. We're the ones who eliminate traitors, blackmailers and the occupiers. I'll teach you how to kill silently. If you're not a spineless wimp like my brother here. Fuck hey. You. Men, step forward. Ladies, please stay behind. Now turn around. So, Nahkampftötung. Wähle Lux, wähle die Fertigkeit Würgegriff. Ersticke den Feind lautlos. Muss man das hier mit Linksklick machen, oder? Geht sehr schnell. Oh, shit, my bones. Quit your bitching, soldier. So, nochmal bei den anderen jetzt auch. With your stronger forearm, you squeeze the fucker's throat with full force. The more he struggles, the faster he goes down. Ist auch sehr schön vertont, wie ich finde. Look out!
Oh, der hat mich entdeckt. As you see, approaching an enemy from the front is a bad choice. Especially if you want to keep things quiet. Okay, turn back. Ah, you thought you'd avoid that, didn't you? Okay, you two get up. You, stay down. Oh, my damn neck. Relax, you'll live. Now, with our new friend here strangled, it's time to get rid of the body. Du kannst Leichen aufheben, indem du die Control-Taste hältst und mit der linken Maustaste auf die Leiche klickst. Okay. Just grab him like a sack of potatoes, throw him over your shoulder and walk away. Wie er schreit. Don't worry about his well-being when you drop him. He's dead, remember? Oh, sir, let me just lie down for a minute, please. You two, turn around again. Oh, God, not again. It's good to learn how to quickly kill and carry the corpse away. I'll show you. Okay, der Held wird die Leiche direkt nach dem Kill aufheben, wenn du die Control-Taste hältst und einen Nahkampf-Kill auswählst. Das hier ist ja nur ein Würgegriff, ne? Und das hier mit Control ist wahrscheinlich einfach der wirklich der Kill dann, ne? Objekte hervorheben. Muss ich das hier machen? Ich mach mal Control. Ah, okay, dann nimmt er ihn gleich auf dann, ja. Ja, wohin damit jetzt? Again, start picking him up before he hits the ground, so he doesn't make a sound. Easy. You guys okay? Sir, I'm pretty far from okay. Good. Now get up and do what I've shown you. Der schreit auch so, ne? Der schreit hier auch so. Come with me and I'll show you a more subtle way to kill people. Under that tree, if you'll be so kind. Also der Jungspund hat anscheinend auch was zu sagen hier, weil er jetzt die anderen trainiert. Da liegt noch einer, ne? If you aren't a brainless brute like my brother, I can hear you. Agility is your best friend. The knife is probably the most accessible weapon, and it is deadly if used with the right skill. I don't like to get my hands dirty, so I'll turn this knife into a deadly projectile. Watch this. So, Messer werfen können wir natürlich auch. Eins von eins steht hier. Lucky, you're not gonna make it again. The advantage of throwing a knife is that you can throw it quickly from around a corner. Okay, nochmal schmeißen. The disadvantage is that the target will probably scream, so it's not as stealthy as you might have thought. Now your turn. Do it 100 times, and you'll start getting used to it. Bisschen laut, diese zwischen Musik. Hey, little brother! Maybe while these rookies are doing rookie things, we'll hit the range. Hell yeah! You don't have to ask me twice! Wieso müssen die denn alle so schreien? I bet you forgot where you've hidden yours, as usual. Nope, not this time. So, schneller bewegen, doppelklicken. Wo müssen wir denn hinlaufen? Hier hoch, finde die Lukas. Okay, wir machen dadurch durch das Laufen auch sehr viel Lärm. Ah, son of a bitch. It's gotten rusty. So, und er hier holt sich nochmal eine Luger. Yep, still here. So, Feuerposition einnehmen hier vorne am Tisch.
Wer schreit denn hier so? Ich mach mal die Lautstärke hier ein kleines bisschen leiser. Die Umgebung wird das wahrscheinlich sein. Bisschen leiser. So. Let's show them how it's done. So, bestätige das Ziel. Feuerwaffefähigkeit auswählen. Oh Mann. Hat der jetzt. Ach so, wir müssen hier oben schießen anscheinend. Nicht auf die Zielscheibe, sondern hier oben schießen. Okay. Okay, der kann ganz gut schießen hier. Nice. Wir probieren mal den Lux. Das sind alles Meisterschützen hier. Yeah. 100% accuracy. Nothing gets past us. Now, on three. So, oh, Planungsmodus kennt man auch von den anderen Spielen. Eine Aktion pro Held auswählen und dann aber gleichzeitig. Wir müssen dafür die Tab-Taste drücken. Wähle die Feuerwaffe-Fähigkeit jedes Helden und klick auf die Flaschen. Okay. Also einmal hier oben. Und der Lux auf die hier. Und dann bitte ausführen. Three. Nope, too slow. Again. Hat das jetzt nicht geklappt? Oh, 2 von 6. Ach so, wir müssen das nochmal machen. Aber mir fehlen bald die Ziele hier, Mensch. So, einmal hier noch. Now! Alright, now shoot these helmets. Run and gun. Ruf den Kampfmodus auf, indem du C drückst. Beweg den Charakter mit WASD und schieße auf die Helme. Der was? C. Okay. Oh, jetzt kann ich den direkt steuern hier. Oh, das ist aber ungewöhnlich hier. Ah, und jetzt kann ich direkt hier auch schießen dann. Jerry's are gonna piss their pants. Sir, when do we get to shoot some real weapons? You're too green. It's a waste of ammo. I see you got bored with your exercises. We'll play a game now. Company, regroup at the mansion. Verstecken und entkommen. Ah, okay, die Villa dient jetzt als Parcours anscheinend. Abschlussprüfung. PFC Youngster, do the honors. Okay, people. This is a reverse hide and seek game. One of us will hide in the ruins and give a signal. The others will be taking their guard positions, not really looking for him. The objective is for him to leave the ruins unspotted, but he may cheat to draw others away with sounds. He just can't be spotted. Exactly. Now there's 7 of us, so we start with 2 of us hiding and the other 5 acting as guards. When we win, we shuffle the teams. All clear? Yeah. Mm-hmm. Yes, sir. Wait here for a signal. So, einige Türen und Schächte ermöglichen es den Charakteren, sich schnell von einem Punkt zum anderen zu bewegen. Helden können sich in ihnen verstecken oder dort eine Leiche entsorgen. Ah, okay. Kleiderschränke, genau. Autokofferräume und so weiter. So, verstecke Lux im Keller heißt es jetzt hier. Verstecke Lux hier oben vielleicht. Oder hier drin. Im Keller. Und Jungspund. Ready! Im Schrank. Okay. Ah, und wir müssen uns wahrscheinlich jetzt hier raus schleichen.
So, klicke auf den Feind, um das Sichtfeld anzuzeigen. Kennt man ja auch schon. Mal gucken, ob es hier so gestreifte Bereiche auch gibt. Ich glaube, hier unten, ja, hier sieht man das leicht. Der gestreifte Bereich, wo man dann wahrscheinlich geduckt nicht zu sehen ist. So, prüfe die Sichtweite der Wache. Hier sieht man das ganz gut. Die bewegt sich aktuell gar nicht. So, von allen Wachen anscheinend die Sichtweite prüfen. Mit der Sichtmarkierung kannst du sehen, ob eine markierte Stelle von jemandem beobachtet wird. Fahre mit dem Cursor über die Stelle, an der du sie platzieren willst und halte die linke Maustaste gedrückt, bis das Symbol erscheint. Bitte was? Was soll ich machen? Die Sichtmarkierung. Okay, was macht die... Hä? Mit der Sichtmarkierung kannst du sehen, ob eine markierte Stelle von jemandem beobachtet wird. Okay. Nee. Ich weiß nicht, was das macht, diese Sichtmarkierung. Ah, das hier, die gestrichelte Linie dann. Ah, okay. Mit der gestrichelten Linie sieht man dann, ob man hier entdeckt wird. Aber wieso? Ich guck mal hier vorne. Ah, okay, ja, doch, jetzt hier sieht man das. Man hat es ganz kurz nur gesehen, komischerweise. Ah, hier sieht man dann beide. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß gar nicht, ob es das in Desperados oder so auch gab. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Weil man da nicht immer alle Charaktere anklicken muss, ne? Sondern ich suche mir einen Platz, wo will ich hinlaufen? Und ist das aktuell gedeckt, geschützt oder nicht? So, platziere die Sichtmarkierung. Verlasse die Villa ungesehen, heißt es hier. Okay, dann fangen wir mal an. Wir gucken mal. Wir können ja wahrscheinlich hier rausgehen. Ne? Lux kann Feinde provozieren. Wenn sie hören, werden sie die Quelle des Geräusches suchen. Das heißt, wir können zum Beispiel ihn hier eventuell ablenken. So, dass er vielleicht irgendwo hier reinläuft. Können wir denn mal ganz kurz, wenn wir uns hier oben verstecken, hinter der Mauer und jetzt das hier so machen. Geht das so? Ach so, der läuft dann zu der Stelle, schreit kurz. I see you. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Der ausgefüllte Bereich ist der Bereich, in dem der Feind dich immer bemerken wird, während der gestrichelte Bereich der ist, in dem du unbemerkt kriegen kannst. Ich wollte eigentlich durch die Tür hier wieder rauslaufen. So, wir machen das nochmal. Wir machen hier vorne den Sound. Wir laufen dann wieder hier zurück. So, und jetzt können wir hier... Nein! Nicht... Oh, jetzt läuft er wieder... Oh Gott, okay, wir müssen die Kamera drehen. So. Wir müssen ja hier wieder rauslaufen dann. Okay, wir probieren das nochmal. So, wir machen hier vorne ein Geräusch. Wir laufen hier außen rum. Hier durch. Hier rüber. Oh, müssen natürlich jetzt aufpassen. Hier raus. Erstmal hier in Deckung gehen. Wir könnten natürlich kriechen. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen hier raus. Das heißt, die gute Dame, die sieht uns hier. Können wir hier irgendwo durchklettern? Nee. Das heißt, man müsste eigentlich die Dame auch noch ablenken. Tür öffnen geht nicht. Ist ein bisschen schwierig zu erkennen hier alles, weil hier alles so graubraun matschig ist. Wenn wir jetzt mal dich uns anschauen hier, wenn wir hier durchlaufen, dann dauert es wahrscheinlich, bis er hier quasi uns dann zu sehen bekommt. Bei ihr, da könnte man sogar durchlaufen ohne Probleme. Okay, das heißt, wir können uns hier ohne Probleme... Ah, wir können ja hier einfach so schleichen, ne? Wenn ich jetzt hier rüber schleiche, dürfte er uns eigentlich nicht zu sehen bekommen. Und die gute Dame hier, ob ich halt jetzt in der Zeit hier außen rumkomme, ist dann die Frage hier. Wir gucken mal.
wird schwer, ne? I got you. Shit. Da hätte ich ja fast gesagt, da stehen wir dann lieber auf und gehen dann runter. Eieiei. So, zwei Bereiche. Ja, das kennen wir ja schon. Also, neues Spiel, neues Glück. Okay, schon ganz schön kompliziert hier für ein Tutorial jetzt. Gibt wahrscheinlich auch eine einfachere Lösung, aber hey. So, wir gehen zurück. Wir gehen hier runter. Oh, wir können ja jetzt hier gleich rüberlaufen. Ah, das war aber jetzt. Jetzt. Okay, wir können gleich rüberlaufen, während er noch hier oben steht dann. Also das war ja jetzt gecheatet von der KI hier. Mann, oh Mann. Jetzt werde ich aber sauer hier. So, neuer Versuch. So, jetzt pass mal auf. Wir gehen raus. Wir gehen hier rüber. Wir warten noch auf die Dame kurz. Bis sie wegschaut. Ich werde wahnsinnig. Oh. Okay, einmal noch, Leute. Wieso tue ich mich denn hier so schwer? Jetzt, wenn ich ihn einfach hier schön verprügel hier, würde das ja wahrscheinlich auch gehen dann, ne? So, jetzt aber. So. Ach, komm. Wer hat mich denn jetzt entdeckt? Wer hat mich denn jetzt entdeckt? Hier unten? Er hier? Oh, der sieht bis hier, wenn ich hier reinlaufe. Es tut mir sehr leid, liebe Leute, aber... Na gut, ihr habt Qualitätscontent verlangt. Ihr wusstet natürlich, auf was ihr euch hier einlasst. Probieren es nochmal. Okay, wir müssen uns hier vorne hinlegen. Wir müssen uns hier vorne dann hinlegen. Das ist ganz wichtig. Sobald wir hier vorne sind, hinlegen. So. Ah ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich das rausschneide. Mache ich natürlich nicht. So. Nein, 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 nicht hier durchlaufen. Ja, er sucht sich immer den anderen Weg hier. So, hier rein. Jetzt gleich hinlegen. Und damit Problem ohne Probleme gelöst. Super, oder? Perfekt. Genau so ist es. So muss man es machen. Einen Stein werfen können wir hier. Ach, hier wird sogar angezeigt, was wir machen sollen. Das heißt, du guckst ja jetzt in die Richtung hier. Du guckst in die hier vorne. Das heißt, mit dir müsste man eigentlich wieder hier außen rumlaufen. Aber die guckt ja auch in die Richtung, ne? Ja, die guckt auch in die Richtung. Schwierig hier. Die guckt nämlich komplett hier durch. Wahrscheinlich müssten wir hier außen dann durchlaufen. Okay, wir probieren es mal. Ein Stein hierher. So, jetzt mal gucken. Die gute Dame. Es hat gerade so geklappt noch. War natürlich beabsichtigt. So, dann habe ich jetzt die gute Dame hier. Wir selber können auch wieder kriechen. Hier vorne. Aber er ist wichtiger erstmal. Theoretisch könnte man vielleicht sogar hier direkt rauslaufen. Wir haben gewonnen! Wir sind hier, ihr blinden Loser! Get your asses over here! Ja, das war ja super einfach jetzt. Das war ja super einfach. Bisschen schwierig war die Sache, weil alles so dunkel und schwarz war. Und
Okay, Licht aus. They spotted us? I don't know. But this place better stay out of their sights. Kapitel 1, die Ablenkung. I was born in 1927 in Free Poland, Warsaw. I am the second son of Józef Borowski and Maria Niezaleski. My father served in the 10th Infantry Regiment from 1918 and then in the Border Protection Corps, Podole Brigade, shortly after. He was a soldier through and through. My mother, in her youth, was a dedicated independence activist. It's no wonder that my older brother and I were raised in the spirit of patriotism and genuinely loved the country our parents fought so hard to protect. My brother, Antoni, was a promising sportsman as a child. He did everything he could to get me into Boy Scouts. Otherwise, you'll die reading these books, youngster, he used to say. With the attack by Germany and Poland, my childhood ended. I was 13 at that time. Father was stationed with the Border Protection Corps in the east, so initially we weren't worried. We were much more worried when huge airplanes with black crossed wings dropped bombs on our city. That was when the USSR sealed our fate. There was talk on the radio about a joint non-aggression pact. But then I realized, for the Soviets, treaties and agreements never meant much of anything. We soon learned that Father had been taken into Soviet captivity. We didn't understand, at the time, what that exactly meant, but we were glad he was alive. We later received a censored letter from him, but only once, in 1940. We haven't heard from him since. What came after were years of humiliation. The Germans treated us like animals. We were educated in Polish only during secret classes, which were punishable by death. We had mandatory work from the age of 14 in order to build a strong Third Reich. All of our Jewish friends were kidnapped and imprisoned beyond the brick walls of the Warsaw Ghetto. You could get yourself killed for helping them, but we still tried. They were our friends, after all. People disappeared without a trace. They were taken at night or kidnapped in raids and driven off at gunpoint. One in four of my playground friends vanished. Like many lads our age, my brother and I became active in the underground resistance. We were so good at our assignments that we ended up working for KEDIV, the primary Polish sabotage unit. I can't say anymore. I don't know who's going to read these memories. However, I want to describe our most important operation. We were with the Ocean unit at the time. They're all dead anyway. I was 18 back then. All right. Almost all of us made it here. Valdek didn't, but nobody knows what happened to him. We're still doing this job, though. So, as you remember, Fritz took over this little airfield recently for military purposes. Yesterday, these planes landed here for repairs and to get loaded up with cargo. All of their supplies are being transported east, and we're here to make sure that doesn't happen. But first, someone has to sneak through the garrison and make us a path to get in. The problem is, Valdek was supposed to bring bolt cutters to clear the passage where this damn wall has collapsed. And he's not here. So our brave scout has to find some cutters himself. Should be easy enough. Any volunteers? Youngster, you go. You're the sneaky one. You'll be fine. Yes, sir. I'll go with him. Ah, yes. Can't leave the younger brother alone. I don't need his help. Shut up, kiddo. We'll go together. Just don't be noisy. We're gonna be waiting next to the main gate, so we'll be vulnerable. Once you cut the fence, we'll all regroup inside. All clear? Clear. Clear. Hop to it, gentlemen. Okay, super atmosphärisch finde ich also das Intro jetzt für diese Mission alleine. War schon echt ganz schön toll hier. Shut up, kiddo. Oh, jeez, sorry. Also, I can handle myself. Yeah, and it would have to be me looking into Mother's eyes if something happened to you.
So, schleich dich aufs Flugfeld. Wir gucken mal. Also hier rein. Und hier rein. Ah, wir können wahrscheinlich wieder nur uns getrennt hier durch bewegen. Das heißt, da stehen jetzt die. Kann man eigentlich mit F5 oder so schnell speichern? Kapitel speichern ist möglich. Neuer Speicherstand. So, jetzt ist die Frage. If I can find a spot to climb over this wall, I could turn the guards' attention away from the gate. We can't leave these laborers like this. We should secure safe passage for them. Okay, also wir können den hier nicht erledigen, weil wir ansonsten von ihm hier oben entdeckt werden, auch wenn das gestreift ist, aber wir können uns zumindest schon mal vorbeischleichen. Hier ist eine Treppe nach oben. Ich lasse mal diese Einstellungen so, dass man hier die interaktiven Objekte sieht, weil es einfach um einiges besser lesbar ist dann. So. Aber hier kann ja jetzt nur eigentlich der Jungspund durch. Ah, vielleicht kann man hier vorne irgendwo durchkriechen. Was ist das? Ein Flugblatt? This is it. Gotta help this dumb idiot get inside now. So, hier sind so eine Tür, wo man dann auf der anderen Seite wieder raus kann auch. Jetzt ist nur die Frage, muss ich hier hoch, ne? Wahrscheinlich. Aber dafür muss man dann den hier irgendwie ablenken und den hier unten auch. Wie sollte das gehen? Befreie die Gefangenen 0 von 6. Das sind 3 hier. Da ist einer. Schleich dich auf das Flugfeld. Aber wie kommt jetzt hier der Lux hier rein? Der kann ja nicht hier reinklettern. Und wieso kann man hier ein Flugblatt anklicken? Ist halt ein bisschen doof. Ja, weil ich wahrscheinlich nicht beide gleichzeitig erledigen kann. Ah, die müsste man, wenn dann, zusammen erledigen dann. Na gut, wir gucken mal, ob hier irgendwo noch ein Weg hier rein ist. Hier vorne geht es nicht durch. Das ist eine riesige Karte hier. Hier kann man sich verstecken. Was ein bisschen schade ist, hier ist offenbar ein Schlüssel. Ein bisschen schade ist, es liegt so ein Grauschleier über dem Ganzen. Das soll wahrscheinlich so ein bisschen den Nachtnebel darstellen. Aber ist natürlich dann ein bisschen, sieht alles ein bisschen so milchig aus hier. So, jetzt gucken wir mal, töte mal mit einem Messer. Vielleicht sagt uns das Spiel ja sowieso, was wir noch machen sollen. So, hier vorne ist niemand. Jetzt müssen wir dich ablenken. Und dann mit einem Messer hier wahrscheinlich rein. Also hat ja wunderbar funktioniert, die Ablenkung. So. Gehen mal rüber. Okay, also wir holen uns unser Messer zurück. Ich mag diese Art von Spiel, das ist... Man fühlt sich auch sehr überlegen, zumindest wenn es dann mal klappt alles. Oh. Nein, nein, hier ist niemand. Hier ist niemand. Wir müssen natürlich schleichen. So, wir müssen wahrscheinlich hier hochklettern, oder? Was will denn das Spiel von uns? Problem ist, ich gehe jetzt mal hier hoch. Das Problem ist, dass er uns ja hier sieht, ne? Ich kletter auch. Ich mache jetzt gar nicht irgendwie... Okay. Also entweder wir machen das sehr schnell oder... Alter, wer hat denn hier eine Eieiei. Eine Granate hochgeschmissen. Also entweder Wir klettern hoch und werfen dann sofort ein Messer, bevor er schießen kann. Aber das ist alles schon sehr, sehr kurzfristig dann. Ich guck mal, was das Spiel jetzt überhaupt will von mir. Also ich kann ihn zwar jetzt ablenken hier vorne, aber was dann, ne?
Oh, ist auch schön, dass die Deutsch sprechen. Ist da jemand? Erwürgen Sie ihn schnell. Ach so, jetzt müssen wir mit uns... Hä? Wieso steht denn jetzt unser Charakter hier vorne wieder? Ah, okay. Also, da hat er sich wieder umgedreht. Ich dachte eigentlich, die Wache sieht den hier. Aber die sieht den gar nicht. Sondern es ist wirklich die Wache hier oben. So, wir machen nochmal hier einen Steinwurf. Dann werden wir dich erwürgen. Ah, jetzt habe ich nicht die Steuerungstaste gedrückt. Vielleicht... Ah, nimm dir dann nachträglich nochmal auf. Ich habe Steuerung nochmal nachgedrückt. Und das hat funktioniert. So. Na gut. Das Spiel leitet uns noch ein bisschen hier an. Und jetzt... Schleicht dich auf das... Können wir denn jetzt hier... Ja, Moment mal. Der hier vorne wird ja überhaupt nicht von irgendjemandem gesehen, ne? Also den können wir jetzt quasi auch erwürgen. Mit ihm hier. So, einmal aufstehen. Oder mit dem Messer vielleicht. Geht das auch? Oh, nee. Ganz schlechte Idee. Kann ich dich denn hier... Okay, ich kann dich nicht erwürgen. Schnell nochmal zurück. Wir sind kein Würger, ne? Wir sind kein Würger. Was wir machen können, ist Messer. Aber ihr seht ja, dieser Alarmradius. Seht ihr das? Das macht natürlich keinen Sinn. Dass wir hier den mit einem Messer dann bewerfen. Frage ist, wenn wir es hier machen, ist genau das gleiche wieder. Werden wieder alle alarmiert. Was muss man denn jetzt machen? Ja, ja, was für ein schwieriges Spiel hier. Kann denn er hier drüber? Er müsste doch eigentlich hier drüber springen können, oder? Versuchen nochmal abzulenken mit dem Stein. Und schauen mal, ob du hier reinlaufen kannst. Kann hier durch? Ah, tatsächlich. Oh, sehr gut. Good evening, everyone. So, erstmal hinter den Karren legen. Und jetzt können wir nämlich mit ihm hier vorne dann ihn erwürgen. So, Bolzenschneider. Ja, jetzt kümmern wir uns erstmal um den hier. Das heißt, einmal bitte schmeißen. Dann einmal bitte würgen. Oh, aufstehen. Einmal bitte würgen und gleich mitnehmen. Der kriegt da nichts mit. Wir legen dich hinter den Wagen. Ah doch, das klappt schon. Das klappt schon ganz gut. So. Und jetzt könnte man dich eigentlich hier vorne ohne Ablenkung erledigen. Weil der hier oben sowieso nichts mitbekommt. Huh? Who the hell are you? Actually, you know what? I don't want to know. Oh, da vorne liegt sogar eine Waffe. Seht ihr das? Die der hat fallen lassen. Ist die hier auch? Man sieht die hier. Tatsächlich. Könnte man also auch noch nutzen. So, befreie Gefangene. Ich habe jetzt einen befreit hier. Jetzt müssten wir uns um die beiden hier vorne kümmern. Da sind aktuell 3 Wachen. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo reinkommen. Ah, der marschiert, das ist schon mal sehr gut. Dreht sich dann um. Er schaut immer in diese Richtung. Und er ist, ach, der ist hier auf einer Anhöhe hier. Da kann man dann hochklettern. Okay, ich speichere mal ab. Ich glaube, das Spiel speichert auch immer mal wieder so genau automatisch hier dazwischen. So, wir nehmen mal euch beide jetzt hier rüber. Ihr könnt jetzt eigentlich aufstehen. Dann werden wir uns zuerst um den hier kümmern. Alter, wer scheint denn hier so? Der Punkt ist, wenn er hier drüber läuft. Ah, wobei, der ist nicht im Blickfeld hier. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Oh, meine Güte, wie brutal.
Wir sind ein bisschen zu langsam gewesen beim Anschleichen hier. Wir waren ein bisschen zu langsam. Er hat sich sehr schnell umgedreht. Mach mal schneller! So, wir probieren das nochmal. Schon ein bisschen nach vorne laufen. Und jetzt schon während des... Ah, es ist doch nochmal jemand hier. Wer hat uns denn hier gesehen? Irgendjemand hat uns hier gesehen? Er vielleicht hier oben? Oder er? Aber er guckt in die andere Richtung. Oder ist hier noch einer? Steckt. Na gut, wir bringen dich mal hier rein. Lagern mal hier ab. Ein bisschen übervorsichtig bin ich jetzt mit dem Verstecken von Leichen, aber so ist es halt mal. Genau. Man kann sich nämlich hier wunderbar schön rein verstecken in die Büsche und auch natürlich die Leichen ablegen. So, ich gucke jetzt nochmal kurz in die Option, ob man nicht doch per Tastenkommando speichern kann. Sonst werde ich hier ja doof, wenn ich hier ständig raus muss. Ich bin ja ein Vielspeicherer. F8, wer macht denn die F8-Taste hier rein? So, wir machen natürlich die F5-Taste. Eine richtige Schnellspeichertaste muss auf der F5-Taste liegen. Ich glaube, da muss man nicht diskutieren. Man bekommt kein Feedback, wenn hier gespeichert wird. Ah, doch, hier oben ganz leicht. So, er hier muss jetzt natürlich ein bisschen weggelockt werden. Das heißt, wir werden dich wieder mal Steine werfen lassen. Hier runter. Vielleicht können wir uns von der Seite anschleichen. Ah, okay, das klappt leider nicht. Einmal neu laden. Also von der Seite anschleichen ist schlecht. Was wir machen können, ist mit ihm den Radius zu erhöhen. Seht ihr das? Dass er vielleicht gleich hier rüber läuft. Läuft er auch rüber oder... Ah, der guckt nur. Der Lump, der guckt ja nur in die Richtung. Was man machen könnte, ist vielleicht dann mit Messer. Weil der Radius würde eigentlich passen hier. Ob das reicht? Das heißt, wenn er in die andere Richtung guckt, werden wir uns hier oben entsprechend anschleichen. Und dann wahrscheinlich so von der Seite hier, wenn das funktioniert, mit dem Messer reinschmeißen. So. Hat auch niemand bemerkt. Sehr schön. Ich würde gerne mein Messer nochmal holen. Ah, die sind jetzt schon befreit hier, die drei. Fehlt uns noch... Zwei fehlen uns noch. Das ist die Frage, wenn wir hier uns mal hoch... Kann eigentlich der kleine Jungspund auch hier hochklettern? Offenbar können hier beide hochklettern, ja. So, wir gehen mal hier ran. Jungspund kann mit Hilfe eines zweiten Helden Vorsprung erklimmern. Ach so, das muss mit dem Jungspund dann gemacht werden. Oh, ist natürlich ein bisschen doof, weil der Jungspund hilft uns ja hier oben nichts. Oh, 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 wer guckt hier? Wer ist denn das, der immer... Ah, das ist er hier. Der seine Runden dreht hier oben. Der Jungspund hilft uns hier nichts, oder? Wenn ich dich hier reinsetze... Kann er jetzt hier mit dem Jungspund... Wir gucken mal. Okay, es geht offenbar nur, dass der Jungspund nach oben klettert. Jetzt wenn ich dir die... Das, okay, das ist kein Problem. So. Oh, das ist schon ein Problem. Wurden wir jetzt entdeckt, weil die Leiche hier entdeckt worden ist oder weil wir noch wie dumm herumstehen? Wie ein Lump einfach nur hier herumstehen, anstatt in die Hocke zu gehen. Man weiß es noch nicht so ganz, ne? So, komm mal her. Nein, 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 nein. So, Jungspund. Er guckt aber auch immer in die falsche Richtung hier, der Lump.
So, erstmal hinlegen. Einmal Steinchen schmeißen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der jetzt so entdeckt. Müsste eigentlich auch gesehen werden von ihm dann hier oben. Wir werden ihn mal mitnehmen. Wir können ihn jetzt leider nicht tragen, ne? Also Jungspund kann keine Leute tragen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz bei dir hier oben. Ist das ein Gefangener? Sieht fast so aus, ne? Das ist die Frage. Der sieht den nicht. Ah, weil der auch im gestreiften Feld liegt. Und der liegt ja auf dem Boden. Deswegen ist er nicht sichtbar. Okay. So, das heißt, wir brauchen... Ja gut, den Zaun können wir noch nicht durchschneiden. Hier oben ist eine Jacke. Sichere den Eingang. Ich denke mal, wir gehen jetzt mal Richtung Schlüssel. Und ich glaube, der hier guckt jetzt in die Richtung, ja. Und er hier guckt in die Richtung. Wenn wir irgendwo hier hochkommen würden... Hochschleichen geht hier leider nicht, wie man hier sieht. Ah, doch, der marschiert weg. Okay, dann ihn erledigen. Dann liegt er nämlich auch im gestreiften Bereich. Könnte man den nicht einfach von unten erledigen? Wir gehen mal hier. Wir oh Gott, oh Gott. Das ist aber echt sehr traurig hier. So, einmal bitte Schleichmodus an. Wir müssen hier ganz an der Seite vorbei. Es fehlt immer noch ein Gefangener dann. Oh, hier ist der Bolzenschneider. Oh, wir müssen ganz bis hier runter. Ja gut, wir sind jetzt schon hier oben, Leute. Wir sind schon hier oben. Es ist ein bisschen doof jetzt hier. Moment mal eben. Also hierdurch ist ein bisschen schlecht. Das heißt, wir werden vielleicht doch eher hier vorne durch. Dann gehen wir doch erstmal Richtung Bolzenschneider. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein, ne? Diese deutsche Basis zu infiltrieren hier. So, erstmal schön würgen. Oh, dann werden die hier aufmerksam. Ach, da oben ist auch noch einer. Was ist denn jetzt hier vorne? Wir können den leider nicht erledigen hier, weil der im Sichtfeld ist. Das heißt, wir schleichen uns erstmal weiter. Er hier oben, also bis hierher ist kein Problem. Und dann müssen wir die einfach hier stehen lassen. Das sind einfach die, die wir nicht erledigen können. Und dann gucken wir mal, dass wir dich hier oben... Ja, ihn hier oben jetzt mit einem Messer zu erwischen. Das wäre halt die Frage, ob man hier überhaupt hochschmeißen kann. Das Problem wird sein, wahrscheinlich wieder die Lautstärke. Ja. Aber jetzt... Oh Gott, das Spiel ist sehr sensibel hier. Das Spiel ist schon sehr sensibel. Eieieiei. Es fühlt sich ein bisschen härter an, wie zum Beispiel jetzt Desperados 3, das ich gespielt habe. Es fühlt sich ein bisschen härter an. Ich bin jetzt nur am Überlegen, der Lux, der kann provozieren. Aber dafür muss er dann in die Richtung. Was wir machen könnten, ist, wir könnten irgendwie hier rüberschreien lassen. Weil wenn wir jetzt hier den Messerwurf machen, bekommt er das auf alle Fälle mit. Was natürlich doof ist. Also wir können offenbar, denke ich mal, hochschmeißen. Aber er würde das mitbekommen. Wir müssen uns den Bolzenschneider holen, der hier liegt. Ah, wie komme ich denn da jetzt am dümmsten ran hier? Wenn er weg ist... Er hat halt immer seine Sicht hier oben. Ah, wir können hier durchlaufen. Seht ihr das? Was zum Henker ist das hier? Keine Ahnung, was das hier ist. Aber wir können hier durchlaufen, können ihn eigentlich erwischen hier. Wir können ihn hier vorne erledigen. Das heißt, wir schleichen uns mal hier rüber. Keine Ahnung, was das hier für ein Schalter ist. Wir werden gleich mal probieren, uns den anschauen, was der hier macht, der Schalter. So, er, glaube ich, guckt aber nach rechts jetzt hoch, oder? Wenn der sich umdreht. Guck mal.
die Frage, ob wir genug Platz haben, dass er uns oben nicht sieht. Okay, hat auch nicht viel an Lärm gemacht. Der kann auch ehrlicherweise, ja gut, jetzt habe ich den schon hier im Arm. Wir schmeißen den mal hier in die Ecke. So, und jetzt werde ich mal kurz diesen Schalter ausprobieren, was der macht hier. Offenbar gar nichts. Ach, das kann man durch... Ah, wisst ihr was? Man kann das mit dem Bolzenschneider durchschneiden. So, dafür ist das gedacht. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob wir hier hochschmeißen können. Okay, wir müssen ein bisschen Abstand halten. Okay. Oh, ich habe ja nur eine ganz begrenzte Reichweite hier. Na gut, dann müssen wir es anders machen. Dann darf der hier oben leben. Wir schmeißen ein Steinchen in die Richtung hier. I'll distract him. Und holen uns hier den Bolzenschneider. Nice. These will work perfectly. So, einmal speichern. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Bolzenschneider hier anwenden können. Ja. I'll cut it. Yeah. Was macht das denn? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat, dieses. Es ist rot, es leuchtet nicht mehr. Ist das eine, war das die Stromversorgung irgendeines Gerätes vielleicht? Man weiß es nicht. Na gut, okay. Nächster Schritt. Erstmal speichern. Und das heißt, wir müssen jetzt uns wieder den Weg zurück bahnen. Wir müssen auf alle Fälle hier rein. Die Frage ist, wenn wir die jetzt hier schon reinlassen. Aber wir müssen auch den Eingang noch sichern hier vorne. Und wir brauchen noch die Gefangenen. Also unser nächstes Ziel ist definitiv er hier oben. Und das geht nur über die beiden hier und den hier oben. Man kann hier hochklettern. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, wobei, wenn der hier rüber geht. Er hier. Er guckt genau in die Richtung. Sieh dir das an. Damit man ja nicht hochklettern kann hier. Damit man ja nicht hochklettern kann. Es geht halt rein. Vom Radius her funktioniert das nicht. Kann man hier sonst noch irgendwo hochklettern? Seite hochklettern vielleicht. Weil normalerweise, wir bräuchten das ja nicht. Ne? Wir bräuchten das eigentlich nicht. Wir könnten uns hier durchschleichen. Dafür sind die Türen wahrscheinlich auch da, damit man sich hier durchschleichen kann. Und dann müsste man wahrscheinlich, jetzt gucken wir mal, hier ist eine Tür zum Verstecken, denke ich mal. Müsste man hier wahrscheinlich immer mit Ablenkung arbeiten. Ja, man könnte sich dann hier zum Beispiel ranlegen, hier verstecken. Und dann müsste man, wenn er sich umdreht, hier hochlaufen. Und dann hier rein zur richtigen Zeit. Das hört sich schon sehr, sehr aufwendig an. Und wird bestimmt so funktionieren, wie ich mir das jetzt vorstelle. Man kann ja auch springen hier oben. Ah, hier kann man sich hochziehen. Hier kann man sich hochziehen. Das wäre halt nur etwas, wenn dann hier oben er nicht hier vorne steht. Man kann hier hochziehen und, ja, leider nicht ganz, ne? Und hier dann rüberschleichen. Weil er schaut ja komplett immer. Er bewegt sich ja gar nicht. Das heißt, wenn wir einigermaßen schnell sind, dann könnte das klappen. Okay, wir probieren das mal. Wir probieren das mal, Leute. Der, genau, wir können hier außen rumlaufen, das ist kein Problem. So, dann behalten wir dich mal im Auge. So, wir gehen mal hier durch die Tür durch. Sind wir hier eigentlich dann versteckt oder... Ah, okay, wir können selbst entscheiden, wann wir dann hier rausgehen. Hier ist offenbar kein Fenster, wir gehen hier raus. Und... Ah, da kann sich wahrscheinlich wieder nur einer hochziehen dann. Da kann sich wieder nur einer hochziehen, ja.
gut. Nee, aber das könnte klappen. Das könnte klappen. Sobald er sich umdreht, vielleicht können wir uns sogar jetzt schon vorab pusten. Nee. Diese extra Slow Motion immer hier. Wer ist dann hier? Wer guckt denn hier noch? Ach, jetzt ist hier nochmal einer. Das ist natürlich der, der auch gedeckt wird von denen hier. Okay, wir müssen den hier weglocken. Leute, wir müssen ihn hier weglocken. So, kann ich schnellstmöglich hier, geht das? Ach, da ist ja noch einer. Okay. Aber das, so könnte das funktionieren, wenn wir ihn hier nochmal weglocken dann. Vielleicht klappt das. Das muss dann auch der Lux machen. Boah, ist das kompliziert. Für eine erste Mission richtig kompliziert. So, erstmal hinlegen hier. So, dann hier vorne. Ihr guckt ja auch raus, ne? Ja. Die gucken jetzt auch raus. Jetzt müssten wir mal gucken. Er hier. Also die beobachten sich hier gegenseitig. Er müsste eigentlich hier runter gelockt werden. In diese Ecke hier zum Beispiel rein. Aber das heißt, ich muss jetzt nochmal außen rumlaufen, was echt doof ist. Ich muss nochmal hier außen rumlaufen. Was ein bisschen doof ist. Wir müssen ihn weglocken, ansonsten kann ich hier nicht hochlaufen. Weil ich hier... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und wenn ich hier nicht hochlaufen kann, dann können wir ihn nicht erledigen. Und das ist natürlich blöd dann. So, drehen Sie sich bitte einmal um. Es macht Spaß. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr da draußen jetzt hier Spaß habt, mir hier so beim Tüfteln zuzugucken. Aber es macht mir aktuell sehr viel Spaß zu tüfteln. Definitiv. Das ist schon etwas Gutes. Auch wenn viel Trial and Error ist. Oh, wir könnten dich vielleicht sogar hier reinlocken. Hier rüber. In diese Ecke hier. Hier ist nämlich gar nichts. Seht ihr das? Das heißt, wenn ich jetzt hier mal kurz schreie. Hier vorne schreien. Hat er jetzt gehustet. So, und jetzt erledigen wir dich. Er guckt hoffentlich in die... Ah, Mist. Also er guckt dann trotzdem noch in die falsche Richtung. Aber das könnte klappen. Das könnte klappen. Wir müssen nur den Schrei hier ein bisschen mehr in die Ecke packen. So richtig komplett in die Ecke. Seht ihr, er guckt immer so falsch jetzt hier, ja. Er müsste in die andere Richtung gucken. Oh, ich habe sogar eine bessere Idee. Dreht er sich nochmal um? Ah, ich erwische ihn leider nicht mehr. Wenn wir hier reingehen würden. Wenn ich den Schrei... Wenn wir hier rein... Oder wir machen das wirklich irgendwo hier vorne. Okay, wir gehen mal hier rein in die Tür. Gehen auf die andere Seite. Und führen hier den Schrei aus. Und verstecken uns. Ah, schwierig zu verstecken hier momentan. Wir probieren es mal hier. Shitface, sagt er. Ah, wir müssen uns noch hinlegen. Die alle gleich mit Granaten schmeißen hier. Die fackeln hier nicht lange. Die fackeln nicht lange. Oder ich lasse ihn nur bis hierher laufen. Das wäre wahrscheinlich noch eine klügere Idee. Weil er ist ja hier auch nicht zu sehen. Das irgendwie hier so machen. Hier rüber zum Beispiel. Mal gucken, ob er mich... Eieiei. Also hier vorne der. Der kann aber abgelenkt werden von ihm hier. Ich mache das wahrscheinlich unglaublich
kompliziert momentan. Okay, das war... Okay. Wir kriegen das hin. Das Problem ist, er guckt immer in die Richtung, von der er dann kommt. Wenn ich hier schreie, dann guckt er, geht er um die Ecke und guckt in die Richtung hier runter. Und das soll er nicht. Er soll eigentlich in die Richtung gucken. Oh, können wir? Können wir es so machen? Wir machen das mal so. Oh, das ist gut. So klappt das jetzt. Wir gehen hier rein. Wir gehen wieder raus. Ah, come on, der hat sich doch jetzt hier extra umgedreht jetzt. Das hat doch einwandfrei, hätte das jetzt funktioniert. Theoretisch. Guck dir das an. Jetzt pass auf. Wieso guckt der denn hier immer in die falsche Richtung dann? Ah, jetzt. Sehr gut. Genau so war das gedacht. So, wunderbar. Wir gehen zurück. Wir speichern natürlich ab. Und gehen hier zurück und müssen mal gucken. Er hier wandert hier oben. Und damit ist der Weg hier zumindest frei, wenn er nicht rüberschaut. Oh, was denn hier für eine Patrouille hier sogar. Aber auch schön atmosphärisch hier das Ganze. Dass hier so viel los ist plötzlich. So, einmal einsteigen. Wir werden dich mal kurz beobachten, mein Guter. Wir gehen hier raus. So, wir speichern mal ab. Wir gehen hier rein. Und wir gehen hier hoch, sobald er sich jetzt umgedreht hat. Wenn... er sich umgedreht hat, dann gehen wir hoch, schleichen uns hier an die Seite an, springen drüber, erledigen ihn und schleichen erstmal weiter. Das ist zumindest der Plan. Bin mir sicher, es wird genauso funktionieren. So, ich hoffe, der kann springen. Ich hoffe, das macht nicht viel Lärm. Ein bisschen Lärm. Einmal erledigen. Und damit, oh, fällt er sogar ins Gebüsch vielleicht. Oh, wie cool. Das war natürlich genau so gedacht. Und damit ist der Weg hier drüben frei zum Schlüssel. Wir müssen jetzt nur noch ihn hier wieder runterbringen. Oh, wir brauchen noch unser Messer. Und dann machen wir das auf dem gleichen Weg. Wie gerade eben. Und dann müssen wir uns um die auf der linken Seite jetzt hier nicht mehr kümmern. So, bitte einmal umdrehen, der Herr. So, einmal springen. Jawohl. So, dann gehen wir hier rüber. Wir gehen mal durch die Türen und dann hier oben raus. So, wer hängt hier? Was ist hier los? Ach, kein Quatsch, ne? Jetzt bloß nicht hängen bleiben. Wir brauchen hier oben auf alle Fälle den Lux, damit er ihn dann erwürgen kann, sobald er hier steht. Das heißt, der Lux kann jetzt einfach hier raus, ne? Wir müssen mal gucken. Es kann sein, dass hier wieder irgendjemand hochguckt. Das sieht gut aus. So, wir behalten dich mal im Auge hier. Türen aufbrechen. Lux kann einige verschlossene Türen auftreten. Halte Control und klicke auf die Tür, um sie aufbrechen willst. Die Wucht des Schlages tötet jeden Gegner. Okay. Okay, das, so war es eigentlich nicht gedacht. Aber... soll mir ganz recht sein. Soll mir ganz recht sein, so. Okay. So, wir haben einen Schlüssel entdeckt. Jetzt ist die Frage hier vorne, sind irgendwelche Klamotten? Vielleicht kann man sich da anziehen als Wärter, das kann sein. Aber es fehlt mir immer noch ein Gefangener, ne?
Es fehlt mir immer noch ein Gefangener. Keine Ahnung, wo. Da sind noch zwei. Ah, die kriege ich ja nie im Leben raus hier. Da ist ein Generator. Da explodiert anscheinend dann was. Auf der Seite. Also wir brauchen definitiv jetzt erstmal die Klamotten. So würde ich das interpretieren. Ich sehe hier auch keine... Oh, hier kann man Gewichte runterfallen lassen. Ich sehe hier keine weiteren Gefangenen mehr. Das ist ja riesig, das Terrain. Das Terrain ist riesig. Na gut. Also er steht mit dem Rücken hier. Das heißt, hier könnte man hochklettern, wenn er nicht wäre. Hier kann man wieder was durchschneiden. Wir schneiden einfach nochmal was durch jetzt. Warum nicht? Also einmal hier rausgehen. Offenbar hängt es auch davon ab. How are your nerves? I've got nerves of steel, jackass. You know that. Yeah, you got that from father. I myself am shitting my pants. Offenbar hängt es auch ein bisschen davon ab, wer den Gegenstand aufnimmt. Wie man hier sieht. Ich guck mal, ob wir mit dem Lux... Ah, wir können mit dem Lux jetzt nicht durchschneiden, weil der Jungspund das aufgenommen hat. Der Jungspund hat quasi den Bolzenschneider aufgenommen. So, mal gucken, ob wir hier rausfinden, was der jetzt macht. Ich habe keine Ahnung, was der deaktiviert. Was das ist hier. So, er hier oben. Ihn müsste man jetzt quasi entsprechend ablenken mit vielleicht einem Stein, wenn das möglich ist, dass er in die andere Richtung guckt. Aber ob wir so weit hochschmeißen können. Dann könnten wir nämlich hier hochgehen und ihn erledigen. Und ansonsten müssen wir uns Klamotten holen. Wir können über die Türen hier rein, hier unten. Okay, kann man denn hier irgendwo durchklettern? Ist alles verschlossen hier vorne. Das heißt, der Weg wird wahrscheinlich hier durch sein. Ja, hier ist der Schlüssel, den wir nutzen müssen, damit wir hier reinkommen, uns die Klamotten holen können. Ihn erledigen. Das wird wahrscheinlich der Plan sein. So, wir können ja gleich noch das hier unten machen, wenn wir eh schon da sind. Schneiden wir noch ganz kurz den Zaun hier durch. Here's the fence. Och, Mann. Stromkabel sind das wahrscheinlich dann, ja. Das sind offenbar Stromkabel, die wir hier durchschneiden. So, er hier, bei ihm ist... Okay, wir können leider das hier noch nicht... Wir müssen erst sichern. Bevor wir hier weitermachen können. So, du gehst mal hier rüber. Du kannst auch aufstehen. Er muss dann ganz schnell hier die Leiter betreten. Mal gucken, ob er der Jungspund überhaupt so hoch schmeißen kann. Aber es sieht fast danach aus, ne? Das Problem ist, den anderen erwischt es auch. Wir können es mal so machen. Okay, gute Wurfqualitäten hier. Ein bisschen schnellere Laufqualitäten werden hier angebracht, hier oben. So, das heißt, er wird uns auch nicht sehen, ne? Wobei, doch, er hat noch Sichtverbindung hier vorne. Das heißt, wir müssen nochmal einen Stein schmeißen. Einmal mitnehmen, den Kerl. Und hier vorne ablegen. Oh, beeil dich, beeil dich. So, einmal ablegen hier vorne. Damit ist der weg. Was uns dazu bringt, dass er hier... eigentlich nichts mehr sieht. Also wir haben hier jetzt freie Bahn, wenn ich das richtig sehe. So, einmal nochmal Stein. Der wird sich auch denken, wieso fallen denn hier ständig Steine vom Himmel? Wird er sich denken. So, kannst du nicht runterrutschen wie ein Lux? So.
So. Das heißt, einmal speichern. Wir begeben uns hier durch dieses Tor, das nicht mehr geschützt ist, gehen dann in die Tür rein und werden dann ihn hier oben erledigen. Bei ihm wird es ein bisschen schwieriger. Wir könnten theoretisch... Wir könnten bei ihm ja auch nochmal ablenken, ne? Wenn wir ihn nochmal hier ablenken lassen. So, das heißt einmal Stein schmeißen. In die Richtung geht leider nicht. Kannst du mal aufstehen? Vielleicht geht's dann. Ja. So. Oh, hat denn oben hat er das auch gehört? Not a problem anymore. Irgendwas ist jetzt Alarm. Ah, okay, Alarm, ja. Offenbar wurden wir gehört, wenn ich das richtig sehe. Ja. Das hat der, der hat oben den Stein gehört. War das korrekt? Der hier oben hat der hat das Messer gehört wahrscheinlich dann. Das heißt, wir müssen dich erledigen mit der bloßen Hand. So. Mit der bloßen Hand. Jetzt pass mal auf. Wenn er hier rüberschmeißt, kann er hier rein und sich den holen. Okay. Das war super. Dann kannst du aber auch gleich, ja, schmeiß den mal irgendwo hier vorne ran. Der hier oben, der läuft sowieso in die andere Richtung. Jetzt zündet er sich sogar noch eine Zigarette an hier. So, einmal rein mit dir. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein. Er wäre jetzt eigentlich in guter Position. Wir warten trotzdem noch ganz kurz ab. Vielleicht könnte man jetzt sogar auch raus. So, einmal erledigen. Jungspund kann Uniform tragen. Wenn er verkleidet ist, werden seine Feinde ihn nicht beachten, es sei denn, er verhält sich verdächtig. Verkleidet zu kriechen ist zum Beispiel keine gute Idee. Okay. Das heißt, wir können uns gar nicht jetzt hier als Lux anziehen. Ist die Uniform einmal angezogen, kann sie nicht mehr ausgezogen werden. Okay, gut zu wissen. Aber ist ja kein Nachteil jetzt, wenn wir die Uniform tragen. So, einmal kurz hier rein. A nice clean uniform. These are the moments that make me glad I'm not as big as my brother. Auch schön, dass man hier den Bolzenschneider hier am Gürtel sieht. And I probably shouldn't talk to officers. Jungspund kann, während er eine Uniform trägt, Feinde ablenken, indem er mit ihnen redet. Nähere dich mit einem Gegner, benutze Fähigkeit plaudern. Offiziere werden nicht darauf hineinfallen. Das heißt, die beiden hier, da ist, sollte es aber kein Problem sein. Das heißt, wir gehen mal hier raus. Okay, das ist cool, Leute. Das ist, macht Spaß. Wir gucken jetzt mal. Er guckt in die Richtung, er guckt in die. Aber Jungspund kann ja wieder... Okay, Jungspund hilft uns hier in dem Fall gar nichts. Weil wir brauchen ja jemanden, der hier wieder erwürgt. Der Jungspund kann ja wieder nichts. Der kann hier nur wieder... Der kann ja nur wieder die Stromleitungen zumachen. Wir gucken mal vielleicht, dass sich das Licht dann hier ändert. Das wird wahrscheinlich dann der Fall sein. So, Nummer 1... Dann Nummer 2. No more problems from you, asshole. Und Jungspund wird mal kurz das hier durchschneiden und dann schauen wir uns mal an, ob hier das Licht rausfällt. Nein. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich weiß es einfach nicht. Gibt bestimmt irgendwie was ganz okayes, ne, dass man sofort herausfindet, was hier los ist, aber ich habe keine Ahnung. So, wir müssen hier raus und müssen hier vorne aufschneiden. Wir können uns ja jetzt hier relativ unbehelligt durch den Bereich bewegen.
Here's the fence. So, schneiden das Ganze mal durch. Auch schön animiert. Let's go in. Okay. Wir müssen noch zwei Gefangene befreien. Gruppiere dich am Tor neu. Hat er ihn, wurde gesehen oder was? Weil hier mal ganz kurz irgendwas war. So, wir gruppieren uns. Also das geht offenbar noch ein bisschen weiter hier, diese Mission, wenn ich das richtig sehe. Good work, guys. Now there are some more preparations to be done. Go to the... Wait, why us again? Because you have the uniform. But... Quit bitching. So, what do we do next? Our next step is reaching the hangar. Clear the way and open it for the rest of us. Also, take down silently any guys guarding these five planes. Yeah. Alter, was für eine Riesenmission hier. There are also some patrols on the runway. They'll have to be dragged away somehow. Somehow. If we disable these searchlights, they'll notice it for sure, and probably move their asses over there to check what happened. Agreed. That might be our chance. You're smart, youngster. Okay, also, ihr seht schon, so ein Kapitel oder so eine Mission hier ist jetzt kein Zuckerschlecken hier. Und da kannst du schon mal wahrscheinlich so zwei Stündchen einplanen. Öffne die Hangartür, räume den Hangar. Ist auch schön, wenn man darauf klickt, dass man direkt hierher kommt. Ich würde mal sagen, dass wir hier mal einen Cut machen und zum Ende für dieses Angespielt kommen. Ich habe euch ja jetzt gezeigt, wie es geht. Ihr könnt ja jetzt eigentlich nur von dem Besten lernen, also von mir jetzt quasi. Und ich komme mal zu einem kleinen Fazit für 63 Tage. Hat mir sehr gefallen. Ich bin ja schon so jemand, der diese Art von Spiel mag. Auch dieses langsame, behäbige Vorgehen auch ausprobieren. Immer mal wieder testen, welche Strategie hier vielleicht dann doch am besten funktioniert. Manchmal ist es auch ganz schön, wenn man die KI ein bisschen ausnutzen kann und vielleicht so spielen kann, wie es vielleicht die Entwickler nicht vorgesehen haben. Auch toll. Und tolles Spiel, gefällt mir. Momentan sind die Bewertungen, sehe ich hier gerade, bei größtenteils positiv. Ich glaube so um die 80% oder so. Es wird ein bisschen bemängelt, dass es noch die ein oder anderen Bugs gibt. Und komischerweise gab es auch eine Kritik, dass unterschiedliche Charaktere auch unterschiedliche Eigenschaften haben, was ja eigentlich auch der Sinn dieser Art von Spiele ist. Ich weiß nicht, wieso man das dann hier bemängelt. Wenn jeder Charakter alles kann, wäre das auch ein bisschen langweilig. Von daher, mich hat das Spiel jetzt schon mal gepackt. Auch die Inszenierung ist richtig gut gemacht. Mit den Zwischensequenzen, mit den Dialogen. Leider nur die englischen Dialoge, aber so ist es halt mal mittlerweile bei den Spielen. Aber zumindest gibt es eine tolle deutsche Übersetzung. Und ja, sieht gut aus. Gefällt mir sehr. Guckt euch das gerne mal an, wenn ihr auf diese Art von Spiel Bock habt. Guckt euch auf jeden Fall aber auch mal die Demo an. Und spielt mal selbst rein, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie sich das Ganze denn steuert. Also von mir bekommt es einen Daumen nach oben. Ich würde es empfehlen. Schönes Spiel. Und ja, vielleicht ist es ja auch etwas für euch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt macht ihr noch einen Daumen nach oben für das Video. Und schickt mir noch einen Kommentar. Den stellt er unter das Video, was er zum Spiel sagt. Und wenn er ganz gut hier unterwegs seid, dann macht auch noch ein Kanalabo für den YouTube-Kanal. Würde mich auch sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr denn mögt. Macht's gut und bis dahin.